Schreckliche Blisterfolie. Total harmlos, es sei denn, sie wird hier abgefangen und zur Waffe gemacht. Bögen, voller winzig kleiner Bomben. Scharf gemacht und bereit zu töten. Jedes Paket eine Todesfalle. Die Arbeiter sind gar nicht das Ziel, es sind die Kunden, die Empfänger. Kerblam will seine Kunden umbringen? Schlechtester Geschäftsplan, von dem ich je gehört habe. Doktor, wir haben dich gesucht. Kira ist tot und Charlie hatte was damit zu tun. Was? Nicht Kira! Das war nicht für sie. Das System hat sie getötet. Es möchte sich gegen mich wehren. Weil es durchschaut hat, was du planst. Der Putzdienst, wer sonst? Er hat Zugang zu jedem Bereich und wird von kaum einem bemerkt. Sie haben all die Leute ermordet? Es war nötig, Testobjekte zu finden, um sicherzugehen, dass die Sprengkraft auch in diesen kleinen Mengen reicht. Was, Charlie? Wieso kennen Sie sich so gut damit aus? Alles gelungen. In der Bewerbung. Hat eine traurige Geschichte erfunden, die Sie geschluckt haben. Ich habe einen Abschluss in Kybernetik, Sprengstoffe und Teleportation. Alles für das hier. Ja, aber ich verstehe nicht, ich... 10%. Sie erwarten, dass wir dankbar sind, weil hier 10% Menschen arbeiten? Was ist mit den anderen 90%? Wie sieht unsere Zukunft aus? Denn ohne Arbeitskampf sind es bald nur noch 7%, dann 5, dann 1. Ich bin stärker als Sie. Ich stehe nicht daneben und akzeptiere das. Leute wie ich, meine Generation, wir ändern Dinge. Wir lassen Taten sprechen. Selbst wenn es Leute mit dem Leben bezahlen? Du wirst viele Kunden von Kerblam ermorden. Und das System soll die Verantwortung übernehmen. Du untergräbst das Vertrauen in Automatisierung und machst die Menschen zornig. Fehlerbehaftete Technik, kein Gewissen vorhanden. Maschinelle Fehlfunktion, so arbeiten sie. Nein, Kumpel, für mich hast du eine sehr ernste Fehlfunktion. Ich bin nicht dein Kumpel! Ja, aber Kerblams System hat doch ein Gewissen. Es hat dich bekämpft, Charlie. Es hat's gewusst. Es schickte eine Nachricht quer durch die Galaxie und bettelte um Hilfe. Der Teammate in Slates Büro, der war ja bereits hinter dir her. Und dann Kira. Es hat sie dir weggenommen, wohlwissend, wie du für sie empfindest, um dir zu zeigen, wie es sich anfühlen würde. Denn das, was du gerade wegen Kira durchmachen wirst, ist das, was all diese Familien und Freunde durchmachen werden, wenn dein Plan aufgeht. Scherb mich nicht. Ich denke doch. Ich denke, du hattest einen festen Plan, aber dann hast du dich unvorhergesehen verliebt. Meine Güte, sowas kommt vor. Mach was draus, Charlie. Lern bitte was daraus. Nein! Nein! Wenn das der Preis dafür ist, die Einstellung eines jeden auf Kandurka zur Technik zu ändern, ist es das wert für die gute Sache. Keine Sache. Du bist doch kein Aktivist. Das ist nur kaltblütiger Mord. Wir dürfen dem System nicht die Kontrolle überlassen. Die Systeme sind nicht das Problem. Wie Menschen sie einsetzen und instrumentalisieren, da haben wir das echte Problem. Ich meine Menschen wie dich. Ist mir egal, was ihr denkt. Die Auslieferung findet statt. Massenzustellung. Steuerungsmodul! Oh! Hey, was hast du getan? Da stoppt keiner! Brich es ab! Wir lassen nicht zu, dass du all diese unschuldigen Leute umbringst! Zielkoordinaten festgelegt. Teleportation wird vorbereitet. Hoffentlich weißt du, wie man das repariert, Doc. Reparatur, keine Zeit. Halt, neue Idee. Dafür fehlt auch die Zeit. Nicht mehr versuchen. Wie vielleicht? Ich meine unbedingt. Bringt mir seinen Kopf! Was? Wie Judy es in Slates Büro gemacht hat. Okay. Los, sofort! Ich muss es beenden. Weiß sie eigentlich, was sie tut? Manchmal definitiv! Oi! Komm zurück, halte ihn fest! Charlie! Sie hält es nicht mehr auf. Die Lieferungen werden wegteleportiert. Tut mir leid.